So, guten Morgen. Ich heiße alle nochmal herzlich willkommen zu zu unserer Gemeinschaft, die wir in Christus haben, die uns vereint, die uns hergebracht hat an diesem schönen Sonntag. Ich würde vor der Verkündigung des Wortes das unter nochmal den besonderen Segen Gottes stellen und dafür beten. Wenn ihr mögt, wenn ihr es vermögt, dürft ihr euch gerne dazu nochmal erheben. Jesus Christus, du allein kannst Vollmacht schenken, dass das Wort heute recht geteilt wird. Du kannst Vollmacht dessen schenken, dass dein Wort wirksam wird, dass Zuhören, Hinhören geschenkt wird. Ja, manchmal ist es so schwer, Texte aus deinem Wort zu lesen, einfach weil sie schon einfach geistlich sind, geistliche Bedeutung haben, und wir sind von Natur aus zunächst einmal ja nicht geistlich. Also du musst uns das aufschließen, und ich bitte dich auch heute darum, dass wenn es vielleicht Defizite gibt, die von mir sind als Prediger, vielleicht zu wenig gut erklärt wird, dass du aber dann das wirkst, das verstanden wird, das ankommt, wie du es haben möchtest. Und so bitte ich dich nun für alle Geschwister, die heute hier sind, dass das geschehen mag, Herr. Bitte segne uns gemeinsam heute. Amen. Ja, es ist eine Zeit lang her, dass ich da sein durfte. Ich bin wirklich sehr froh, dass auch die Gemeinde sich ganz üblich wieder versammeln kann. Und wir fahren jetzt fort im Brief des Paulus an die Kolosser. Es geht heute weiter. Wir haben die letzten Male schon viel angeschaut, wie Paulus zunächst einmal anfängt im Kolosserbrief, indem er Jesus Christus sehr groß macht. Er enthüllt viele Dinge, die die Kolosser so noch nicht gewusst haben von Jesus Christus. Dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist, dass er also Macht und Autorität besitzt über die Schöpfung auch. Dass er eben im Besonderen das Haupt der Gemeinde ist, das Haupt jedes Gläubigen nochmal ist. Viele Dinge, die im Kapitel 1 stehen, er offenbart ihnen sozusagen mehr und mehr Informationen, Inhalt über das Wesen, über die Bedeutung, die Jesus hat und was das auch für sie als Gemeinde bedeutet, als Gläubige, als Einzelne. Und so ist der Brief für uns ein wichtiges Lehrstück, auch heute als Christen. Paulus nimmt dieses Paket, das er im Kapitel 1 jetzt geschnürt hat, und beginnt jetzt im Kapitel 2 langsam sich darauf zuzubewegen, was er denn nun an Ermahnungen wirklich hat für die Kolosser. Und das ist jetzt aber ein Übergang, und diesen schauen wir uns tatsächlich an. Er zeigt im Grunde, warum er im Kapitel 1 so viel über Jesus nochmal gezeigt hat. Er zeigt es auf, er erklärt es, er hat es um ihretwillen so aufgezeigt. Es hat mit dem zu tun, wie nämlich sie, die Kolosser, mit der Vorzüglichkeit von Christus umgegangen sind. Mit dem Evangelium, wie sie damit umgehen. Es hat damit zu tun, wie sie es nutzen oder brach liegen lassen. Wie sie es ausschöpfen oder durch andere Dinge, Inhalte, Formen in der Gemeinde, im Leben austauschen. Es hat damit zu tun, wie sie die Botschaft von Jesus Christus persönlich begleitet, ständig begleitet, durchdringt, ihn in den Raum gewinnt, den Weg der Erlösung führt oder eben, wie es sie mit der Zeit immer weniger im Kern betrifft, wie es mit der Zeit verblasst, auch in der Gemeinde Realität. Also, obwohl sie ja eigentlich immer auch wirklich Christ sein wollen, sie wollen Gemeinde sein, sie wollen treu erfunden werden. Die Absicht ist natürlich gut. Die Selbstsicht ist, wir sind eine Gemeinde Gottes, wir sind Christen. Das ist genau wie jede Gemeinde das heute ja auch möchte. Und jede Gemeinde, die sich so nennt, Gemeinde Jesu Christi, in Anspruch nehmen möchte auch für sich. Und in seiner Botschaft, die Paulus an die Gemeinde in Kolosse schickt, macht er jetzt eben diesen Übergang, und den schauen wir uns an. Das ist im Kapitel 2, das sind die ersten 10 Verse, die ich heute
anschauen möchte. Und ich würde Kolosser Kapitel 2 ab Vers 1 jetzt lesen. Kolosser 2, Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, habe, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Ich gehe einfach Stück für Stück durch diesen Text durch und möchte einfach ein paar Dinge dazu jeweils sagen. Die ersten drei Verse, ich gehe gerade nochmal durch. Paulus sagt, er will, dass sie wissen, welch großen Kampf er um sie hat. Und auch um die Gemeinde in der Nachbarschaft, die Laodicea-Gemeinde. Er sagt hier, dass die Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit, dieser lange Satzbau jetzt hier, des Verständnisses. Verständnis soll da sein mit einer Gewissheit zur Erkenntnis eines Geheimnisses Gottes und das ist Christus, sagt er hier. Und er sagt, in dem sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wow. Wohin Paulus alle Menschen bringen will, aber ganz besonders diejenigen, die das Evangelium schon angenommen haben, das ist, sie reif in Christus darzustellen. Das haben wir im Kapitel 1, ja? Das ist unser Ziel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Aber warum ist das auch für Kolosse ein Kampf? Also was jetzt genau in Kolosse los war, das wissen wir im letzten Detail nicht. Aber wenn man liest, was Paulus hier schreibt und auf welche Art er hier ermahnt, was er sagt. Er spricht von einem Trost, den es in Kolosse bedarf. Das darf man ja jetzt nicht übersehen. Er spricht davon. Und dann kann man schon erahnen, dass es zum Beispiel in Teilen der Gemeinde Entmutigung gab, auch gewisse Traurigkeit. Und wenn man den ganzen Brief immer wieder durchliest, wenn man sieht, was dort quergestanden ist, sage ich mal, dann, und das ist meine Vermutung, dann gab es diese Entmutigung bei einigen in der Gemeinde. Und zwar deshalb, einige haben bemerkt, wie nämlich genau das, was Paulus hier anmahnt, geschehen ist in der Gemeinde. Sie haben gemerkt, wie man sich immer mehr vom Kern von Christus entfernt hat in der Gemeinde. Das ging subtil, schleichend, erosionsmäßig. Und einige haben das gemerkt und die anderen haben das einfach gemacht, ohne es ihnen richtig klar war. Und die Einheit der Gemeinde, die Liebe, in der sie ja vereint sein sollen, heißt es hier. Die Gemeinschaft hat darunter gelitten. Und Paulus sagt, Trost und Vereintsein in Liebe, wenn man sich den Text betrachtet, das kommt durch das Begreifen, das Erkennen des Geheimnisses Gottes und das ist in Christus. Er sagt ja, nicht ein Geheimnis, sondern das Geheimnis Gottes. Und das war eben nicht allen gemeinsam, nicht ausreichend. Und alle hatten darin offensichtlich auch Nachholbedarf. Durch Christus kann das behoben werden. Durch ihn kann Harmonie unter den Gläubigen der Gemeinde entstehen. Eigentlich sogar nur durch ihn. Alle können gleichgesinnt sein, vereint sein.
Und zwar, wenn auch alle ihn suchen. Denn in ihm sind alle Schätze der Erkenntnis, Weisheit und Erkenntnis verborgen, heißt es auch. Und diese Aussage ist natürlich ein immenses Ding, was er hier sagt. Gewaltig, was Paulus hier sagt. Wenn ich die Schrift wörtlich nehmen soll, und es ist jetzt natürlich eine Aussage der geistlichen Dimension. In Christus liegt Weisheit. Weisheit ist ja nicht greifbar wie ein Buch oder wie ein Stein, sondern es ist ja eine geistliche Sache. Aber das ist ja auch wörtlich zu nehmen jetzt, obwohl es eine geistliche Sache ist. Das bedeutet, wenn in Christus Weisheit allein zu finden ist, und es ist vielleicht ein Thema für eine extra Predigt noch, dann würde das eigentlich auch für die Weisheit im Tun Gottes gelten. Und zwar immer. Wenn es allein in Christus die Weisheit ist, dann wird auch Gott ohne Christus und ohne die Weisheit, die in Christus ist, nichts tun. Und dazu gibt es natürlich auch viele Verse in der Schrift. Ich würde einfach mal im 1. Korinther eine Stelle lesen, wo das nochmal ein bisschen klarer auch rauskommt. 1. Korinther 1, Vers 20 würde ich das lesen. Nur um das kurz noch anzudeuten, wie tief das Ganze eigentlich dann geht, wenn man das wörtlich nimmt. 1. Korinther 1, Vers 20. Dort schreibt Paulus, wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil aus der Weisheit Gottes heraus die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, es war so weise von Gott, dass die Welt es nicht erkennen kann. Es war weise von Gott. Das ist interessant. Hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten? Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Aber schaut, was ist es den Berufenen selbst, Juden wie Griechen? Christus ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist Gottes Weisheit. Schön. Das ist schön. Aber eben nur den Gläubigen. Nur denen erscheint es als Weisheit. Wenn man jetzt das auf sich wirken lässt, fängt man natürlich an, sich zu überlegen, was bedeutet das denn, wenn wir von der Weisheit im Alten Testament hören? Ich lese einfach mal einen Vers aus Psalm 104, um es einfach mal anzudeuten, was das heißen kann. Ich möchte nicht jetzt, wie gesagt, zu tief hinein, wir wollen ja durch diesen Text jetzt weiter, aber Psalm 104, Vers 24. Da heißt es, wie zahlreich sind deine Werke, o Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Und ich springe gleich noch in die Sprüche. Also ich habe jetzt ein, zwei Verse noch, da springen wir jetzt in den Sprüchen. Sprüche 3, Vers 19. Diese Verse sind euch natürlich bekannt. Ja? Einfach, dass ihr sie nochmal aus dem Licht betrachtet, dass die Weisheit Gottes ganz, ganz viel mit Christus zu tun hat. Sprüche 3, Vers 19. Da heißt es, der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. Das ist ein anderes Wort für Weisheit letztlich. Ne? Erkenntnis, Weisheit. Und diese Weisheit hatte bereits bei der Schöpfung mit Christus zu tun. Das sieht man auch in Genesis übrigens auch. Mich juckt es, sage ich mal, auch darüber zu predigen, aber das ist natürlich jetzt nicht der Kolosserbrief. Sprüche 8. Sprüche 8, ein großes Kapitel über die Weisheit. Und dann werde ich es dabei dann belassen. Ein großes Kapitel über die Weisheit. Da heißt es im Vers 1 und dann springe ich zum Vers 23. In Sprüche 8. Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht lässt sie nicht ihre Stimme erschallen. Von Ewigkeit her, jetzt die Weisheit selbst meldet sich jetzt zu Wort. Ja?
Die Weisheit selbst ist eine Art Person, Stimme. Von Ewigkeit her, Sprüche 8, 23, von Ewigkeit her war ich eingesetzt. Der Sohn Gottes war auch von Ewigkeit her, oder? Ja. Von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde, als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Das heißt, die hat nie wirklich einen Anfang gehabt, die war immer mit Gott. Solange es Gott gibt, gibt es auch Gottes Weisheit. Als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Also ich war schon da. Als er noch nicht gemacht, die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes, als er, Gott, die Himmel feststellte, war ich dabei. Christus war auch dabei, gell? Ja, ich war dabei. Als er einen Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinem Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, das sind ja Bezüge auf Genesis, ja, auf das erste Buch Mose, auf die Schöpfung, da war ich, schau ich es an, ich war Schoßkind bei ihm, die durfte sich austoben, die Weisheit, nach eigener Manier. Ich war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Es ist einfach eine Ermutigung, ja, wenn wir das ganze Weisheitsthema in der Schrift betrachten und wenn wir wissen, dass die Erfüllung der Weisheit in Christus stattfindet und dass, ihr wisst, im Hebräerbrief, ja, durch wen hat Gott alles gemacht? Durch ihn, durch Christus. Dann sehen wir eine Übereinstimmung mit vielen Dingen, was die Weisheit, wer das ist, was sie tut und wer Christus ist und was er tut. Das ist eine ganz tolle Studie des Wortes auch. Nicht umsonst, sagt, wie kann sonst Paulus sagen, in Christus ist jede Art von Weisheit verborgen. Das hieße ja, dass sie sonst nirgendwo drin ist. Das denke ich auch. Wenn er das sagt, dann denke ich das so. Alles andere, und darum geht es jetzt für die Kolosser, ist ja die Weisheit der Welt. Und der haben sich offenbar einige in der Gemeinde, obwohl sie sich zu Christus ja bekennen, also formal zumindest schon, trotz Gemeindemitgliedschaft, wenn man so will, dem haben die sich zugewandt. In welcher Form genau, das kommt ja noch im Brief. Ja. Aber diese Weisheit ist nichtig, sie ist Torheit in den Augen Gottes. Dazu möchte ich, weil ich das einfach auch verkündigen möchte aus dem Text, im 1. Korintherbrief noch etwas lesen. 1. Korintherbrief 3. Man sieht die Ausformung einer solchen Nichtigkeit, einer solchen weltlichen Weisheit, wie sich das zum Beispiel in der Gemeinde äußern kann. Das sieht man im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Sieht man das? Das ist nur ein Beispiel, aber das illustriert das. Es bebildert das schön. 1. Korinther 3, da ist diese Diskussion, wem in der Gemeinde gilt meine Loyalität? Wen finde ich am besten? Wer ist der Beste in der Gemeinde? Ist es der Paulus? Nee, der Apollos? Wer ist es? Aber ist das biblisches Denken, dass man sich über sowas Gedanken macht, wer ist der Beste in der Gemeinde? Ist das biblisches Gedankengut? Ist das Christus gemäß? So kann das dann kommen. Ist das wirklich sinnvoll oder weise? Und schaut, was hier schreibt, 1. Korinther 3, Vers 14. Und Paulus ermahnt, wenn ihr euch daran aufreibt, erinnere ich euch, wenn ihr euch in eurem Tun davon einfangen lasst, wenn euch das motiviert, so zu entscheiden, so mit dem Bruder zu reden, so mit der Schwester, weil sie nicht dieser Person gerne folgt, sondern jener Person. Und dann sagt Paulus, 1. Korinther 3, 14, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Also er ermahnt sie, also hütet euch ein bisschen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht? Wir sind hier Gottes Tempel. Das sind hier diese Zwistigkeiten, aber wir sind hier im Gottes Tempel. Dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, mit solchen Zwistigkeiten, ja,
den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Schau mal, wie wörtlich das hier steht. Niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, was zu sein? Ich bin weise, weil das ist der Beste in der Gemeinde. Ich bin weise und jetzt gehe ich zu dem. Ich dünke mich weise. Ich weiß es besser. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Gemeinde, in dieser Welt, in dieser Gemeinde, in dieser Welt, so werde er töricht, ja? Sei mal aus weltlicher Sicht gesehen töricht. Geh mal nicht so sehr in dieses personenbezogene Denken da in der Gemeinde. Mach's nicht, wie die Welt das macht, wie die Politiker das machen, ja? Wie ich es in der Arbeit mache, wie ich meine Favoriten habe unter den Menschen. Das ist nicht in der Gemeinde so. Werd mal töricht. Mach's mal nicht wie die Welt. Werd mal töricht, damit du Weisheit verstehst. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt Überlegungen der Weisen, dass sie nämlich nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Also, so geht es weiter. Das ist ein Beispiel, wo man einfach sieht, weltliche Denkmuster in die Gemeinde hineinzubringen, in unseren Glauben, in unser Herz hineinzubringen und das versuchen zu verheiraten mit dem Glauben, mit Christus, mit dem Evangelium, das ist nicht Christusgemäß, kann man sagen. Ja. Das ist so ein bisschen 1. Korinther 3, das ist diese Tennisclub-Mentalität. Wer soll der Vorstand sein? Ja? Wen finde ich besser aus dem Clubvorstand? Das ist ja total weltlich. Ja? Das ist, warum kümmere ich mich darum, wenn ich doch auf Christus schauen soll? Und es ist auch diese Torheit, das Verwenden der Weisheit der Welt für das Glaubensleben als Christ, das Verwenden im Gemeindeleben, auf welche die Kolosser zum Teil aufgesprungen waren. Und das kann man aus dem Text im Kapitel 2 später auch noch zeigen, was das war. Ich erwähne es ganz kurz am Schluss, es kommt im Text in der nächsten Predigt. Obwohl sie ja selbst gar nicht so ungeistlich von sich gedacht haben. Ja? Sie wollten ja sogar an bestimmten Stellen übertrieben vergeistlicht sein. Ja? Also warum wünscht sich Paulus die Weisheit, die in Christus ist, für die Kolosse? Warum wünscht er sich das so direkt in diesem Text? Was fehlt? Was steht quer? Was ist das Problem? Und Paulus erklärt jetzt wieder Kolosse, Kapitel 2, weiter in Vers 4. Er hat jetzt gerade gesagt, wo diese Weisheit begründet ist und dass es die braucht, um geeint zu sein in Liebe, um diesen Trost auch wieder zu erlangen. Und Paulus sagt, das mit der Weisheit, was ich gerade gesagt habe, das mit der Weisheit in Christus, dies sage ich euch aber, damit niemand euch verführe. Durch überredende Worte, also woanders hin. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das ist, was ihm Freude bereitet. Paulus betont ja vorher die Weisheit in Christus des Evangeliums, der Person von Christus. In seinem Wirken allein, da liegt sie drin. Und zwar betont das, weil die Kolosser sie nicht in ihm gesucht haben mehr, nicht mehr. Sie haben die Botschaft vom Evangelium aufgenommen und für sich schon in Anspruch genommen, wahrhaftig verstanden, heißt es im ersten Kapitel. Aber das, was ihnen so wunderbar von Anfang an zunächst erschien, was sie fasziniert hat. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Kennt das jemand von euch, als ihr zum Glauben gekommen seid? Da war irgendwie, es war auch neu. Es hatte so ein bisschen auch einen Faszinationseffekt. Das ist eine andere Denkwelt. Die möchte man jetzt auch kennenlernen. Ja? Da hat man jetzt ein Interesse dran. Kann auch ein bisschen natürlich fleischlich sein, ja. Ja. Das ist möglich. Dieser Faktor ist möglich, dass er dabei ist. Und das, was sie am Anfang kennengelernt haben, Glauben, ihr Weltsicht ist umgeworfen worden. Es gibt einen Begriff Sünde, und plötzlich ist der nicht mehr so abstrakt. Sie merken, da ist was dran. Und sie merken, es gibt wirklich einen Gott, einen wahrhaftigen Gott. Und dieser nimmt mich aus Gnade, aus lauter Gnade in Jesus an. Diese neue geistliche Dimension ihres Selbstverständnisses als Person, das hat ihre Entwicklung dann aber nach dem Beginn nicht weiter ständig so begleitet. Nicht in
nicht durchgängig. Es war es denn danach nicht mehr, wo sie Anleitung und Weisheit für ihr Leben, für ihren Wandel gesucht haben. Der Glaube an das Evangelium war ein Auslöser für das Reingehen in die Gemeinde. Aber im Wandel sind sie abgeglitten, haben sich nicht im weiteren Wachstum ständig vom Evangelium bestimmen lassen, von Christus. Das war der Startpunkt, aber nicht das ständige Werkzeug im Leben. Und deswegen konnten sie sich auch nicht schützen, als zum Beispiel judaistisches Denken zum Teil reingekommen ist. Wir haben Anzeichen dafür im Kolosserbrief. Sie hatten den Schutz nicht, weil sie auf ihn nicht so viel Wert gelegt haben. Oder dass man mit der Gesellschaft mitgeht, mit bestimmten Fest- und Feiertagen, dass man da gewisse äußerliche Zwänge hat. Sie haben da nicht gesagt, ja, aber wir gucken halt auf Christus, deswegen gehen wir da nicht mit. Diese Verteidigung, die hatten sie nicht. Und so gibt es verschiedene Punkte, wo man das dran merkt. Paulus drückt ja hier sich noch ein bisschen unklar aus, also er kommt ja noch ein bisschen konkreter, was jetzt genau die Themen sind. Aber die Wortwahl ist schon recht deutlich in diesen Versen, die wir hier haben. Also wenn ich jetzt auch noch zum Beispiel in diesen Vers 5 zurückgehe oder Vers 4. Paulus bezeichnet das Abgleiten von diesem ständigen Jesuszentrum eine Verführung. Es ist nicht nur ein bisschen ungeschickt. Es ist nicht nur ein bisschen unreif, sondern geistlich gesehen, das ist eine Verführung. Es ist eine Verführung, das nicht zu machen. Es ist eine Verführung. Wenn Paulus das sagt, dann ist da ein absichtliches Wegziehen auch da. Es ist eine Gefahr da. Es ist eine Gefahr für Sünde da. Das steckt ja in Verführung drin. Und so sagt Paulus nun im Vers 6, also wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt dann in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also er sagt eigentlich mit der Haltung, mit der Ergriffenheit, mit der du das Evangelium empfangen hast, so wie es dich gerade am Anfang drauf auf dich gewirkt hat, so soll es seine Wirkung weiter fortsetzen. Darin sollst du dich eintauchen, darin wandeln, nicht allein gewurzelt, sondern auch auferbaut in ihm. Ich meine, wie oft hört man das? Ja, wir sind schon, ja, Jesus ist unsere Grundlage. Ja, aber der Rest vom Haus ist ja auch, es geht ja weiter. Ein Haus hat nicht nur ein Fundament, da ist ein bisschen mehr dabei. Und du kannst nicht sagen, unten ist Jesus und den Rest, schauen wir mal. Auferbaut in ihm. Man sieht das ganz toll im Epheserbrief. Ich gehe mal in Epheserbrief Kapitel 4, eine ganz bekannte Stelle, aber auch hier einfach, damit man diesen Textfluss nochmal sieht. Epheser 4 ab Vers 11 lese ich. Epheser 4 ab Vers 11. Und da heißt es, ist ein ganz langer Satz, und schaut euch mal wo der endet, der Satz. Also, 4 Vers 11. Gott hat für die Gemeinde, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, als Hirten und Lehrer. Jetzt aber wofür? Es geht die ganze Litanei los, die ganze Kette geht los. Wofür? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, was wiederum für die Erbauung des Leibes Christi ist, der Gemeinde, bis wir alle hingelangen, auch nicht einfach nur um zu erbauen, nicht nur um einen Dienst zu tun, nicht nur um Gehorsam einen Dienst zu tun. Das ist nicht alles, sondern das hat auch wieder einen Zweck. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Schon wieder, das ist fast wie im Kolosserbrief. Zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Da soll es hingehen. Nicht nur Fundament, sondern das ist der ganze Weg, ist es. Der ganze Weg ist Christus. Und schaut, was man dann nämlich nicht mehr ist, wenn man das so macht. Dann ist man nämlich nicht mehr unmündig. Dann ist man nicht mehr so angreifbar. Schaut es euch an, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre
durch die Betrügerei der Menschen, Betrug. Betrug. Im Kolosserbrief nimmt er das Wort auch her. Kommen wir gleich hin. Wir sollen nicht Unmündige sein. Durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listlicher Sonne, den Irrtum. Da geht es auch um Dinge, die in die Gemeinde hineingetragen werden. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinzuwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Verstehen wir das? Wachstum geht, wie geht das? Wachsen im Glauben. Das ist nicht irgendwas Diffuses, das einem halt passiert. Hauptsache, man ist lang genug, geht lang genug in die Gemeinde, in den Gottesdienst. So automatisch ein bisschen. Natürlich wird Gott dafür sorgen, dass seine Kinder wachsen, keine Frage. Er wird auch züchtigen, er wird diese Dinge tun, natürlich. Aber inhaltlich ist das nicht einfach abwarten und mal gucken, sondern da steckt Substanz drin. Dahinter steckt ganz viel, ganz Wichtiges. Der Unterschied ist, nicht denken, naja, ich glaube an Jesus und schauen wir mal, wie das jetzt so wird. Lieber sagen, ich glaube an Jesus und jetzt will ich erst recht diesen Jesus erforschen. Jetzt möchte ich in dieser Erkenntnis zunehmen. Damit möchte ich erfüllt werden und daraus leben. Und Paulus fügt jetzt gleich hinzu, was dieses Wandeln, also so wie ihr ihn empfangen habt, so wandelt in ihm. Und jetzt sagt er aber gleich, was das Wandeln nämlich nicht ist. Also wo eine Abgrenzung ist. Er sagt, seht zu, dass euch niemand euch einfange durch die Philosophie und den leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Das sind auch Verse, da weiß man auch nicht, was meinst du denn? Paulus, was meinst du? Was meinst du genau? Nach den Elementen der Welt. Ja, was meinst du? Was ist es denn? Und eben nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also, wie geht Wandel nicht? Also klarer kann man es eigentlich nicht sagen. Das Suchen, das Streben der Seele, des Herzens nach Erfüllung, nach Fülle. Wer von uns hat das nicht? Wer will nicht einfach ein erfülltes Leben haben? Wer will nicht Frieden in seinem Herzen haben? Wer will nicht am Wochenende auf der Terrasse sitzen und einfach keine Pflichten mehr haben für ein paar Momente? Wer will das nicht haben? Wer will nicht haben, dass er was erreicht hat? Dass es sich auf dem richtigen Weg im Leben fühlt? Wer will das nicht haben von uns? Das wollen wir doch alle haben. Aber in welche Richtung holen wir uns die Erfüllung? Das ist die Frage. Dieses Streben kann betrogen, wir können betrogen werden in diesem Streben. Diese Erfüllung, wir lesen das später im Kolosserbrief, ja, durch Selbstkasteiung haben die das versucht, an Gott nahe ranzukommen. Das war eine Gotteserfahrung, die sie gesucht haben, eine bestimmte Form der Erfüllung. Dass Gott nahe sein wollen, auf andere Weise als durch Christus zunehmen. Das lasst bleiben, sagt Paulus. Lasst euch da nicht einfangen von anderen Sachen. Man merkt einfach, Jesus war noch ein gewisser Teil des Glaubens in der Gemeinde. Niemand hätte Nein zu Jesus gesagt. Jeder hätte alles bekräftigt, was man über Jesus sagt und lehrt. Der Grundsatz ist es noch in der Gemeindeordnung, aber die Erfüllung während des Dauerlaufes unseres Lebens. Das bringt er nicht zustande. Dafür reicht er nicht, oder? Dafür ist er nicht gut genug, nicht viel genug. Dafür hat er nicht genug Masse. Dafür hat Jesus nicht genug Substanz. Ihr erinnert euch einmal an ein Zitat, das ich euch weitergegeben habe von einem Pastor, der zu mir gesagt hat, ich glaube nicht, dass Jesus wirklich alles ist. Okay. Oder, na, man kann sich ja nicht immer nur mit Jesus befassen. Als Gläubiger. Mann, nicht? Wenn ich die Bibel lese, kann ich nicht? Soll ich nicht? Was soll ich mir dann aus der Bibel holen? Nach Paulus jetzt hier. Was denn sonst? Was soll ich denn von Abraham lernen, wenn es nicht etwas ist, was mit dem Glauben und Christus zu tun hat? Was soll ich denn sonst von ihm lernen? Was würde Paulus jetzt hier meinen mit Kolosser? Aber wenn du Abraham anschaust, dann schau bitte nach Christus in dem, was da passiert mit ihm. Das macht das Neue Testament doch auch. Das macht es doch auch. Warum wir nicht?
Warum suchen wir in diesen Dingen andere Sachen? Also ihr tut es natürlich nicht, klar, aber nur das ist die Ermahnung, die hier drin steckt, seht ihr das? Und Paulus sagt, doch, das reicht schon. Und das ist sogar ein Muss, sagt er, denn alles andere sind die Elemente der Welt. Oder entweder Christusgemäß oder Elemente der Welt. Das sind die beiden Sachen. Eins von beiden kannst du machen. Das ist der Gegensatz, das Gegenstück zu Christus hier. Das sind die Dinge, wie die Welt sich zum Beispiel Gott vorstellt, die Gottesvorstellung. Lassen wir eine Vorstellung von Gott unsere Bibelauslegung beeinflussen. Sagen wir, Gott kann eigentlich kein strafender Gott sein. Es kann kein gerechter Gott sein, der Menschen wirklich dauerhaft dann nicht annimmt, ganz am Ende. Das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen kann die Bibel das auch nicht heißen, wenn das da steht. Ja, das ist ganz klar, nicht christusgemäß. Das Wort Gottes verlangt von uns, dass wir das Wort in Wahrheit aufnehmen. Ich kann es nicht von der Welt verbiegen lassen. Die Welt sich Gott vorstellt, wie die Welt sich Selbsterfüllung vorstellt. Je nachdem, in welchem Land man ist, in welcher Zeit man lebt, ist wieder die Esoterik etwas stärker oder die heißt halt anders heute Esoterik, hat andere Ausprägungen. Das kommt auch in Gemeinden dann hinein. Ja? Bestimmte Formen, wie man dann gebetet und dann eine Antwort gleich von Gott haben möchte. Ja? Also ganz komische Gebetshäuser gibt es da dann auch. Und da Paulus sagt Folgendes, das sind sogenannte Philosophien. Selbst wenn es in der Gemeinde ist, aber wenn es nicht christusgemäß ist, sagt er, das sind Philosophien. Philosophien, was bedeutet das eigentlich? Heißt nichts anderes, das sind intellektuelle Vorlieben für bestimmte Denkweisen. Das ist ein Denkmuster, das gefällt mir, da kann ich mir mit anfreunden. Also denke ich auch so über Christus. Das sind menschengemachte Ideale, Denkrealitäten. Viel davon steckt in unserem modernen Humanismus drin, im Menschenbild. Der Mensch hat unbegrenzten Wert zum Beispiel. Das ist eine kulturelle Sache. Das denkt unser deutsches Recht, denkt das. Ich möchte auch dem deutschen Recht nicht absprechen, dass das deutsche Recht das denkt. Aber geht mal nach Zentralafrika oder in den Tschad, da ist die kulturelle Sichtweise des Wertes, das ein Mensch hat, vollkommen anders. Das heißt, wir werden immer ein bisschen geprägt. Aber wo muss man hingehen, um zu wissen, was richtig ist? Zur Schrift, und zwar zur Schrift im Licht von Christus. Alles andere sind Philosophien, das sind Sachen, wie ich es haben möchte. Das sind meine Denkvorlieben. Aber ich muss es an Christus messen, christusgemäß. Oder wie der Himmel sein kann, ob es eine Hölle geben darf oder nicht. Das sind Philosophien. Was ist richtig, was ist falsch? Was ist gutes Verhalten? Was ist schlechtes Verhalten? Was gehört sich in meine Gesellschaft, was gehört sich nicht? Mit welchen Entwicklungen darf ich mitgehen? Jetzt haben wir die ganzen Bewegungen mit dieser Regenbogenflagge wieder, ganz stark. Selbst in meinem Geschäftsbereich, alle Firmen in meinem wirklichen Arbeitsbereich haben jetzt im Internet überall auf Werbeposts und Werbeanzeigen diese schöne Regenbogenflagge dahinter, um entsprechende Gruppierungen, ja, entsprechende Minderheiten eben also wirklich hervorzuheben. Ich denke, ich muss nicht weiter erklären, wofür die Regenbogenflagge steht. Ja. Christusgemäß oder nicht, ist die Frage. Kann ich jetzt als Gemeinde so ein Evangelisationsding machen, wo ich halt neben meiner Gemeindebeschreibung noch so eine Regenbogenflagge hinhänge, damit die auch zu mir zum Stand kommen? Ist das christusgemäß? Weiß nicht. Aber so ein bisschen waren die unterwegs damals, nur mit anderen Themen. Worum es im Leben wirklich geht, ist uns in Christus erklärt. In Christus erkennt man Gott, erfährt man, wie Gott denkt, um was es Gott geht. In Christus hat man den Vater gesehen. Ja? Johannes 14, 9, ich lese es ganz, ganz kurz nochmal, weil es auch wichtig ist nochmal. Weil wie gesagt, die Frage, wie kann das ausreichen, dass man immer sich mit Christus befasst, dass man in der Schrift Christus sucht, dass man im Evangelium versucht zuzunehmen, ständig, nicht nur am Anfang. Wie ist das möglich? Es kann doch nicht sein, dass alles, was Gott mir zu geben und zu sagen hat, in Christus drin ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da muss doch irgendwo noch mehr sein. Ja, aber Johannes 14, 9.
Jesus spricht zu ihm. Wer ist der ihm? Philipp, ne? Ist das Philipp? Ja. So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also eigentlich sagt Jesus ja früher im Johannes, eigentlich hat nur einer den Vater gesehen und das ist der Sohn. Aber jetzt sagt er tatsächlich, guck mal, jetzt seid ihr ja in mir. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Wer behauptet, außerhalb von Christus im Glauben weiterzukommen, der wird, was sagt Paulus in Kolosser? Er wird betrogen. Betrug. Es ist Betrug. Auch wenn Menschen bestimmte diese Philosophien sich generationenlang überliefern, das ist menschlich, das ist unmenschlich, ja, darum geht es aber nicht. Es geht um die Frage, ist es christusgemäß oder nicht? Nicht, ob es menschlich ist oder unmenschlich ist. Auch Christen prüfen dann irgendwann nicht mehr gegen die Schrift, ob das, was sie in der Gemeinde und im Leben tun, christusgemäß ist. Und Paulus spricht ja in Kolosser 2 dann von dieser Überlieferung der Menschen. Und wenn man ganz genau hinhorcht in diesem ganzen Brief, dann merkt man, die Überlieferung, um die es ihm hier geht, ist tatsächlich judaistisches Gedankengut. Darum geht es eben. Nur auf ein Zunehmen Christi Werkes in uns hin, in dem, was ihn ausmacht, wird Erfüllung kommen. Das kann auch nicht anders sein. Die Gnade und Gemeinschaft mit Gott, das kann nur über Christus gehen. Das haben die nicht gemacht. Ich spreche nochmal von diesen Selbstkasteiungen, die später genannt werden. Von diesen Trancen, die sie probiert haben. Das wäre mal interessant. Sollen wir hier mal in der Gemeinde einen Trancenabend machen? Da würden nicht viele kommen, glaube ich. Ihr Geschwister, ihr würdet da kein großes Interesse dran haben. Und ich finde es auch gut so. Wie willst du erfüllt werden, wenn nicht von Gott selbst? Und Paulus muss hier also klar machen, such nach Gottes Fülle nicht woanders, sondern in Jesus. Und zwar interessant, in ihm, sagt er, ist ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er spricht von dem fleischgewordenen und dann verherrlichten Christus. In diesem, also die Fleischwerdung gehört auch dazu. In dem fleischgewordenen Gott. Da ist Fülle, in dem, was er gelehrt, was er verkörpert hat, was er getan hat, in dem, was das für uns bedeutet. Paulus sagt, lass dich nicht beirren davon, dass Fülle in einer scheinbar kraftlosen, armseligen, normalen Menschengestalt scheinbar, das kann ja nicht drin sein, das ist ja ein normaler Mensch. Ja, welche Fülle erwarten wir denn? Special Effects? So Hollywood-mäßig, dass Jesus ständig seine Stimme auf den Gassen hören lassen muss, können wir dann sagen, das ist die Fülle Gottes. Guck, der ist laut, der macht viel Marketing. Das wissen wir, dass es so nicht ist bei ihm. Das ist keine TV-Gestalt, Sensationslüstern oder ein Non-Stop-Wundermacher. Der brennt ständig in Feuerwerken, unerklärlichen Kraftwirkungen ab. Dann kann ich sehen, das ist die Fülle Gottes. Die Pharisäer fordern Zeichen am Himmel. Wisst ihr das? Da gibt es eine Stelle in der Schrift, sie fordern Zeichen vom Himmel. Die wollten die Fülle so haben. Die Fülle wollten sie so sehen. Sie wollten bestätigt sehen, dass das die Fülle Gottes ist. Gib uns ein Zeichen. Ja. Dann können wir vielleicht uns damit anfreunden, dass die Fülle Gottes irgendwie in dir drin ist. Und Paulus sagt, denk nicht, weil Jesus das nicht so gemacht hat, dass das nicht die Fülle Gottes sein kann. Ganz ehrlich, habt ihr mal drüber nachgedacht, wie kann es sein, dass Paulus schreibt, in diesem Jesus, fleischgewordener Jesus, ist die ganze Fülle Gottes. Oder im ersten Kapitel, es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und das bezieht sich wirklich auf das irdische Gehen von Jesus. Wie ist das möglich? Wie kann dieser Gott, der so ohne Grenzen Herrlichkeit hat, der so viel Kraft hat, wie kann das alles in so einem kleinen Akku, in so einer kleinen Batterie, in einem Menschen, wie geht das? Weil es nicht das Sensationsteil ist. Das ist nicht die Fülle. Die Fülle Gottes besteht nicht in Sensation.
Sie besteht nicht in einem Superman-Hollywood-Film. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Änderung im Denken, die viele, auch Jüngere, glaube ich, heute brauchen. Was es von Gott zu bekommen gibt, was es zu haben gibt von Gott, das gibt es nur in Christus. Und die ganze Fülle von Gott wohnt in ihm. Nur so kommst du an Gott heran, nicht über Selbstkasteiung oder andere Dinge oder bestimmte Diätprogramme oder was auch immer. Es ist eine geistliche Fülle, um die es geht. Um die Fülle der Heiligkeit, der Vergebung, der Herrlichkeit Gottes in geistlichen Dingen. Die Herrlichkeit Gottes, die wir verfehlen sonst. Diese Fülle gibt es zu ergründen. Die Fülle ist, der Paulus nachjagt. Ich lese es jetzt nicht, aber im Philipperbrief, er sagt ja, dem jage ich nach. Ich habe alles für Dreck erachtet und dem jage ich nach. Das grabe ich aus, mehr und mehr. So verstehe ich meine ganze Bibel jetzt. Er sagt nicht, ah Jesus, ich habe es verstanden, du bist mir begegnet auf dem Weg nach Ephesus und jetzt sag mir, was ich noch so alles tun soll. Nein, er jagt ihm nach. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das gucken wir noch an und dann denke ich, schließe ich. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3. Ich weiß, ihr sagt schon, naja, das ist aber ein ganz bekannter Vers. Ja, aber er wird gerne einfach für sich alleine gesehen. Und ich glaube, es ist eine Gefahr. 2. Timotheus 3. Da heißt es im Vers 16, alle Schrift, nicht nur das Neue sondern Testament, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nur so ist der Mensch Gottes, also damit der Gottesmensch richtig sei, für jedes gute Werk gerüstet. Wie funktioniert Gerechtigkeit? Das erklärt mir alle Schrift. Aber mal vielleicht an der Stelle die Frage, wodurch gibt es Gerechtigkeit? Gibt es verschiedene Wege zur Gerechtigkeit? Also ich hoffe, dass jeder jetzt mir zustimmt. Nein, es gibt nur einen. Und das ist unser Herr. Schaut mal den Vers 14 an davor. 14, 15. Paulus ermahnt ja Timotheus. Er sagt, Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Also auch in der Gemeinde, wo Timotheus gedient hat, auch da gab es, das war Ephesus, ne? Wo er gedient hat. Ja. Bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist ja der gleiche Atemzug. Seht ihr das? Da geht es um Jesus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Toller Vers für die Kinderstunde. Ja, aber nicht vergessen. Der Zusammenhang ist, es gibt nur eine Gerechtigkeit. Alle Schrift hat einen Zweck. Einen Gesamtzweck. Es gibt auch Detailzwecke, aber es gibt einen großen Zweck. Worin konkret die Einflüsse auf die Kolosser bestanden? Da möchte ich euch eine kleine Vorausschattung kurz vielleicht noch geben. Also es hat mit einem Zulassen weltlicher Einflüsse zu tun aus der Stadt Kolosse. Ja, da waren einige Sachen, die sind reingekommen. Dann hat es mit dem Trieb zur Selbsterfüllung zu tun, aber nicht christusgemäß, zur religiösen Selbsterfüllung. Und dann hat es noch mit dem Zulassen judaistischer Denkweisen zu tun. Das Thema Sabbate haben wir noch drin. Das sind die drei Punkte, die man ausmachen kann in diesem Text. Er geht nicht zu tief auf jeden ein, aber das ist was, worum es letztlich geht. Und das werden wir dann beim nächsten Mal noch anschauen. Und ich würde an der Stelle jetzt schließen. Und ja, wenn es euch bewegt hat, wenn es euch angesprochen hat, im einen oder anderen Punkt, dann würde ich bitten, betet mit mir gemeinsam in der Gebetsgemeinschaft. Und ich würde dann das Gebet abschließen. Ihr könnt euch entweder erheben, wenn ihr wollt, oder auch gerne sitzen bleiben, wenn es schwer ist für euch. Bitteschön.